RTCI nous réunit. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm. Hey, voilà, wir sind ja wieder da. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns bei RTCI Multikulti Live. Das ist euer Radio, wie immer, an jedem Abend das deutschsprachige Programm. Faisal Hilali dirigiert ja die Technik für heute, genauso wie gestern eigentlich, also unser DJ. Und teilte mir jetzt gerade mit, dass Esperance Sportive Tunisien leider verloren hat. 3:0 gegen Al-Ain. Und da geht es ja um die Weltmeisterschaft der Mannschaften in Dubai. Naja, wenn es ja heute nicht klappt, dann klappt das ja auch in 4 Jahren. Das ist ja auch so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, es ist ja heute der 15. Dezember. Ihr könnt ja anrufen. Ihr habt ja auch Zeit bis 10 vor 9, wenn ihr ja mal einen Song, einen besonderen Song hier schenken wollen. Wie man das ja auch hier in Tunesien sagt, der Dedikasse. Dedikasse für den Lieben, für die lieben Freunde oder die Frau oder für die Kinder. Ihr merkt das ja im Hintergrund. Das ist ja auch schon Schmusemusik hier. Wie heißt denn der Titel hier? Ja, das ist ja auch von Beethoven, Love Story. Love Story, wunderbare Musik für den Samstag, für den Crazy Samstag. Eigentlich kennen wir das immer am Samstag, immer Crazy Samstag und Halligalli. Es ist aber heute ein besonderer Tag bei dieser Kälte, da wollen wir ein bisschen hier Romantik hier spüren lassen. Der 15. Dezember, das bedeutet, wir haben ja hinter uns 349 Tage schon vergangen und das heißt ja 16 Tage bis zum Jahresende 2019. Wir haben heute einen Brief bekommen, eine Meldung und ich versuche das ja erstmal zu übersetzen. Es geht hier um einen Liebesbrief, es geht um eine Liebesbotschaft, ein richtiges Gefühl, was aus dem Herzen fließt. Und es geht ja auch um einen Engel. Bei diesen Gefühlen gibt es ja noch Engel. Ja, wir haben ja auch zugleich einen Gast hier. Frau Verena Thyssen. Hallo aus Bremen. Frau Verena Thyssen, wenn Sie sich ja mal vorstellen können, so parallel. Ja, guten Abend, gerne. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Multikulti, willkommen in Tunesien. Vielen Dank aus Bremen und heute Abend zum Glück in Tunis. Das freut mich sehr. Ja. Genau, ich bin Verena Thyssen, Projektmanagerin des Projekts Future Lab Tunisia. Okay. Das ist ein deutsch-tunesisches Kooperationsprojekt, was wir aus Bremen organisieren, und zwar vom Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie. Ja. Zusammen mit der Kamel Azar Foundation, das ist unser tunesischer Partner. Mhm. Und dieses Projekt wird vom Auswärtigen Amt aus Deutschland unterstützt. Und deswegen ist es eben eine Kooperation zwischen Tunesien und Deutschland. Und deswegen habe ich das Glück, etwa alle 2 bis 3 Monate nach Tunis zu kommen und den Fortschritt des Projekts hier mitzuerleben und gleichzeitig das Projekt durchzuführen. Das ist so schön. Und wir sind ja auch glücklich, dass wir eine liebevolle Person hier empfangen können am Samstag. Und damit wir über dieses wunderbare Projekt ja auch sprechen werden. Und in diesem Projekt, das ist ja auch ein Teil davon, geht es ja um Musik letztendlich. Es geht ja um Symphonien und es geht ja auch um die Melodie des Lebens. La Melodie de la Vie. Da sprechen wir mal gleich darüber. Aber wir sollen das ja erstmal beenden hier mit dem Liebesbrief, weil es fließt ja wirklich in diese Richtung. Mit Liebe kann man ja auch alles machen in diesem Leben. Man kann ja auch alles meistern. Auch das Zusammenleben auf dem ganzen Planeten, wenn es ja auch ideal ist. Wie gesagt, also es ist ja ein richtiges Gefühl, kommt hier aus dem Herzen, fließt ja mal richtig. Liebe Lulu, und dank dir fühle ich, dass mein Herz lebendig ist. Wow. Okay, all diese Tage habe ich das gespürt und ich spüre ja auch immer wie ein kleines Kind, wie ich ja wieder mal zum Leben erwacht bin. Das sind ja interessante Sätze hier. Dank dir
pulsiert ja mein Herz und ich liebe dich so sehr von Delgado. Und da geht es ja auch weiter mit unserem Thema, dass ich, wie finden Sie einfach mal diese Meldung jetzt hier, diese herrliche und ehrliche Meldung? Sehr poetisch und vor allem kann ich mir gut vorstellen, dass es sich dabei um eine Übersetzung aus dem Arabischen handelt, denn das ist ja auch wenn ich es leider nicht spreche, aber eine sehr poetische Sprache. Ja. Und das konnten wir bisher auch bereits in den ersten Texten feststellen, die für die Melodie des Lebens bzw. die Melodie de la vie komponiert wurden. Guck mal an. Darum geht es nämlich quasi in diesem Konzertformat. Also das ist ja schön, das hat ja mal richtig zusammengepasst hier. So, dann werden wir natürlich auch die Möglichkeit in dieser Sendung von heute über die Details von diesem Projekt reden. Zuerst mal ein super Song für die glückliche Lulu von Delgado und I Put A Spell On You, auch von einer Tunesierin von Nadis Giga bei The Arab Voice. Es ist 20.40 Uhr. Minuten. Hallo, Tunesien. Wir sind wieder da. Willkommen zurück bei Multikulti Live. Wie gesagt, eine kleine Erinnerung. Unser Gast für heute, Frau Verena Thyssen aus Bremen. Und wir bedanken uns ja bei Ihnen erstmal, dass Sie am späten Abend hier bei uns sein konnten. Wie sind Sie hierher gekommen? Zu Fuß. Ich bin tatsächlich... Zu Fuß? Aus Bremen, genau. Aus Bremen zu Fuß. Interessant. Ich hatte heute Abend Glück und zwar wohne ich zurzeit gar nicht weit von hier und konnte tatsächlich zu Fuß herkommen. Ah, okay. Als Erinnerung, das Thema heute oder warum ist Frau Thyssen heute hier? Es geht hier um ein Projekt Future Labor, auf deutsches Zukunftslabor. Und das ist hier eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen Bremen, also Deutschland und Tunesien, um den Schülern, um Kindern überhaupt ja auch durch Musik vielleicht hier auch mehr Pädagogik zu vermitteln. Ist das richtig? Pädagogik zum einen, aber insbesondere geht es darum, den Kindern neue Perspektiven zu eröffnen. Und zwar sagen wir immer, dass die Musik das Medium ist, um jedem Kind zu zeigen, wie es sein eigenes Potenzial entdecken kann. Das heißt, im Rahmen des Future Lab Tunisia, so heißt das Projekt, kooperieren wir mit einer Schule in La Manouba, dem Collège Ibn Khaldun und dem tunesischen Nationalorchester, das von Mohamed Laswed dirigiert wird, das ja klassische arabische Musik spielt. Und also wenn es dieses Orchester nicht gäbe, dann wäre das nicht entstanden jetzt, weil das sind drei Teile, drei wichtige Elemente, die Kooperation aus Bremen, Future Lab Tunisia, dann Tunesien hier eine Schule und dazu gehört ja auch ein Orchester. Genau, und dazu gehören noch zwei weitere wichtige Partner, und zwar die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, welches das Orchester in Bremen ist, und die Gesamtschule Bremen Ost. Und so ist nämlich zunächst vor 11 Jahren die Idee entstanden. In Bremen. In Bremen, als dieses Orchester, die Deutsche Kammerphilharmonie, in die Gesamtschule Bremen Ost eingezogen ist. Ah, ja. Das ist zunächst erstmal vielleicht ein bisschen komische Vorstellung. Man hat ein Orchester von Weltspitze und eine Schule in einem ärmsten Stadtteil von Bremen mit Schülern, die eigentlich mit klassischer Musik so erstmal gar nichts am Hut haben. Okay. Aber das ist genau das Besondere an diesem Projekt, denn es wurde ein Konzertsaal für dieses Orchester in der Schule errichtet, so dass das Orchester eben in die Schule einziehen konnte und dadurch eine Alltagssituation mit den Schülern erlebt. Das heißt, es gibt ja viele Musikvermittlungsprogramme, wo Schüler dazu gebracht werden. Also außerhalb der Fächer, außerhalb der Stunden etc. Absolut, genau. Also normalerweise ist es ja so, dass vielleicht Schüler mal dazu motiviert werden, in ein klassisches Konzert zu gehen. Sie bekommen dann die Musik mit, gehen wieder nach Hause. Im besten Fall haben sie eine gute Erinnerung daran, aber meistens vergisst man das dann relativ schnell wieder. Und die sind ja auch nicht dazu verpflichtet, da zu sein. Nee, in Bremen ist das so. Genau, alles basiert auf Freiwilligkeit. Und zunächst einmal, selbst wenn man sich gar nicht für das Projekt interessiert, passiert es, dass die Musiker neben den Schülern in der Mensa sitzen. Das heißt, sie essen gemeinsam. Okay. Dann guckt man schon mal so, wer sitzt denn vielleicht daneben? Oh, da steht ja so ein Riesenkoffer, was ist das denn? Das ist könnte ein Cello sein. Was ist ein Cello? Weiß man eigentlich gar nicht. Ne? Um das Interesse zu erwecken. Genau.
Und dann wurden verschiedene Programme entwickelt. Eines ist so, dass die Schüler die Möglichkeit haben, in den Proben des Orchesters dabei zu sein. Das heißt, sie müssen gar nicht unbedingt ein Instrument spielen, aber sie dürfen zwischen den Musikern sitzen und bekommen so ein Gefühl dafür, was ist das eigentlich für eine Musik. Okay. Dann haben wir ein Programm entwickelt, um auch Schüler für diese Musik zu begeistern, wo sie aber ihren eigenen Musikstil finden können. Und da sind wir bereits bei der Melodie des Lebens, unserem Konzert, was auch in Tunis, zum ersten Mal in Tunis stattfindet nächste Woche. Und bei der Melodie des Lebens geht es darum, dass die Schüler unter Anleitung in Bremen von Marc Scheibe, einem Singer-Songwriter, der Populärmusik macht, dass die Schüler lernen, ihre eigenen Stücke zu schreiben. Das heißt, sie komponieren sowohl die Melodie als auch den Text. Dabei entstehen Liebeslieder, aber auch Lieder, wo sie frustriert sind von der Schule, von den Eltern, all den Problemen, die Jugendliche zwischen 12 und 18 so haben können. Sorry, wenn ich mir einfach mal erlaube, jetzt die Frage zu stellen, in diese Schule jetzt in Bremen, die Idee ist entstanden durch dieses Orchester, das Leben oder das Verhalten der Schüler vielleicht zu verbessern, deshalb sagte ich auch vorhin pädagogisch erziehend, ist die Schule eine gemischte Schule? Gibt es ja Integrationsprobleme oder eine normale Schule eigentlich? Also es ist eine Gesamtschule, aber es ist so, dass in dem Stadtteil, wir sagen immer, dort leben 88 Nationalitäten zusammen. Also es ist sehr bunt gemischt. Ja. Und es ist dazu auch eine sogenannte Integrationsschule. Das heißt, dass eben auch Schüler mit geistiger oder körperlicher Behinderung diese Schule besuchen. Und von daher ist sie sehr divers. Aber was uns immer wichtig ist, ist, dass das ganze Projekt auf Freiwilligkeit basiert und dass es in dem Sinne nicht pädagogisierend ist. Ah, also die Idee ist nicht, dorthin zu kommen und zu sagen, wir erziehen und wir zeigen euch, wo es lang geht, sondern dass es ein Austausch ist, der auf Augenhöhe stattfindet, bei dem auch die Musiker von den Schülern lernen. Ja. Die Musiker erzählen immer wieder, das ist wie gesagt ein Orchester von Weltspitze, das heißt, die sind oft wochenlang auf Tournee, überall auf der Welt unterwegs und sie kommen nach Hause und kommen in die Schule und fühlen, dass sie dort geerdet werden über diesen persönlichen Kontakt mit den Schülern. Aber hinter jeder Aktion weltweit, auch hinter jeder kulturellen Aktion wie hier, gibt es hier bestimmte Ziele, die man erreichen kann, jetzt in Bremen oder aber auch durch diese wunderbare Kooperation in Tunesien. Da sprechen wir aber gleich über die Ziele. Wir hören jetzt den weiteren Song von Daniel Gerhard Butterfly aus dem Jahr 1971. Wir bleiben immer noch in der Welt der Musik. Faisal Halili und unser DJ. Kleine Erinnerung, unser Thema heute, Verena Thyssen. Sie ist ja bei uns zu Gast aus Bremen und da geht es ja um Future Lab. Ist das richtig? Future Lab Tunisia. Zukunftslabor Tunesien 2018 und das ist ein guter Anfang. Hallo Tunesien. Hallo und willkommen bei RTCI Multikulti Live. RTCI nous réunit.